Hi, ich bin Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu meinem 200-Abonnenten-Special. Ja, super Beginn. Es tut mir irgendwie leid, dass wir uns heute so sehen, da ich. Also, das ist nicht das Special, das ist die Ankündigung, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Trotzdem hatte ich für die Ankündigung bereits eigentlich was ganz Lustiges geplant, das ich jetzt aber leider unter anderem wegen meiner Stimme, wie man vielleicht merkt, verwerten musste. Meine Stimme sagt, und ich will gleich die ersten zwei Folgen von Retterteam die Ex aufnehmen. Bei mir läuft's aber mal heftig. Und das, nachdem ich beim ersten Mal mit normaler Stimme in der Demo schon Halsschmerzen hatte. Naja, wir haben heute, wenn ich das aufnehme. Entschuldigt meine Stimme, sorry, ey. Am 8.3. haben wir gegen 9:20 Uhr den 200. Abonnenten erhalten. Riesen Dankeschön dafür. Es gibt hier auch einen draußen. Ich weiß nicht, ob du das guckst. Mit dir hatte ich gewettet, ob ich noch. Also letztes Jahr haben wir gewettet. Ich glaube Anfang letztes Jahr, dass ich bis Ende diesen Jahres keine 200 Abonnenten schaffe. Jetzt haben wir Anfang März und ich hab sie. Wenn es gut läuft, mit dem Tempo weitergeht, schaffe ich bis Ende des Jahres vielleicht die 300. Glückwunsch, du hast diese Wette komplett verloren. Also, wir haben jetzt um nichts gewettet, außer Ehre, und davon hatte ich schon genug, aber naja, eigentlich wollte ich eben ein cool designtes Ankündigungsvideo machen. Ich denke, ich werde auch so nebenbei erklären, wie das aussehen sollte, um die zwei Teile des 200-Abonnenten-Specials zu erklären. Und zwar, das Abo-Special-Ankündigungsvideo sollte so beginnen: Ich hocke natürlich mit Walross-Maske im Bett, tippe auf dem Handy rum und kriege einen Benachrichtigungssound, den Bahnpirat-Sound, bei dem WhatsApp mir sagt, dass ich die Fresse halten soll. Den kennen wahrscheinlich viele von euch nicht, müsst ihr auch nicht. Dann hätte ich eben sowas gesagt, von wegen halt selber die Fresse. Und dann wäre mir aufgefallen, dass die Nachricht von YouTube ist. Mein 200. Abonnent. Ich hätte daraufhin erst einmal überlegen müssen, was mache ich denn überhaupt als 200 Abo-Special? Und wen frage ich da um Rat? Niemand. Alter. Zusammenbruch, Hilfe. Niemand anderen als den echten Lord Ecke. Nicht den Mensch, der da irgendwo rumrennt, sondern das Vulpix. Dafür hätte ich mit dem Pokémon Mystery Dungeon Comic Creator einen kleinen Dialog kreiert, in dem Lord Ecke mich ein bisschen beleidigt, ich ihm sage, dass er ohne mich von niemandem gekannt werden würde. Letztendlich hätte ich eine kleine nostalgische Reise unternommen. Und wir wären zurückgekehrt auf den Spielstand meines originalen Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel Let's Plays, in dem Lord Ecke mir gesagt hätte, dass er da nicht ganz, dass er da nicht ganz so faul gewesen wäre, dass er eben was gemacht hätte, wie mir das Wort faul einfach nicht eingefallen ist. Stattdessen hätte er da etwas vorbereitet, das man als Abo-Special machen könnte. Ich solle doch mal auf die Dungeon-Karte gehen, wo mir dann schnell der Verhängnisturm ins Auge gefallen wäre. Ja, der Verhängnisturm. Und warum ist meine Stimme gerade so achtmal normaler oder kommt mir das nur so vor? Egal. Der Verhängnisturm wäre dort gewesen. Aber da musste ich natürlich auch erstmal hinterfragen. So, Stimme wieder zurück auf den Nullpunkt. Müsste ich natürlich auch erstmal hinterfragen. Ist schon cool, dass der Verhängnisturm da ist. Ich will gar nicht wissen, wie viel er dafür gesoffen hat. Also natürlich weiß ich es, weil eigentlich ich das offscreen gemacht habe, während ich YouTube geguckt habe. Und okay, ich muss zugeben, für die, die den Verhängnisturm selber freischalten wollen, besucht, scheiße, wie heißt das? Den Dungeon, den man freischaltet, wenn Manaphy zurückkehrt in der nach der Afterstory, wenn Manaphy zurückkommt. Meereszuflucht, genau. Dadurch reisen, da gibt es so viele Gummis, die gebt ihr dann alle eurem Haupt-Pokémon. Und mit Gummis ist das Ganze deutlich wahrscheinlicher. Es hat gar nicht so lange gedauert. Ich glaube,
mit den Dungeon-Erkundungen mit einberechnet rund eine halbe Stunde jeweils habt, noch eben schön erkundet, um keine Gummi zu verpassen. 4 Stunden, 5 Stunden in die Richtung. Aber natürlich, wer soll denn das machen? Lord Ecke oder was? Hätte er auch gesagt, sieht der irgendwie komplett bekifft aus? Nein, Lord Ecke geht doch nicht in den Verhängnisturm. Dafür hat er jemand anderen gefunden und rekrutiert. Und ja, es wäre ein sehr nostalgiegeladenes Abo-Special geworden. Die großen Ziele, die wir damals nicht erfüllen konnten, hätten wir erfüllt. Denn wer den Verhängnisturm für uns bestreiten wird, ist Darkrai bzw. ApoRed. Bei dem ich auch inzwischen rausgefunden habe, warum ich ihn nicht rekrutieren konnte. Das war anscheinend wegen Self-States verbuggt. Die Chance lag zwar bei 15%, aber ich musste, damit die auch wirklich wirkt, immer aus dem Dungeon raus, wieder rein mit Fluchtorbs. Habe ich dann gemacht, beim 4. Mal habe ich Darkrai bekommen. Und deswegen ist der erste Teil des 200 Abonnenten-Specials, dass wir zusammen als ApoRed Darkrai den Verhängnisturm in meinem alten Team Himmelspielstand angehen. Und wie kann man da noch was draufsetzen? Ich muss gerade auf den Kalender gucken, Legend. Meine Lache klingt aber doch scheiße. 21. März. Scheiße, ich habe mir keine Uhrzeit überlegt. Es gibt einen Livestream von Günther aus der Dönerbude. 21. März. Ich werde die Uhrzeit hier gleich noch rausballern, wenn ich mir eine gute überlegt habe. Wird wahrscheinlich... Ich will es halt auch nicht zu früh machen. Andererseits weiß ich, dass am Nachmittag meine Mutter sich aufregen würde. 11 Uhr. 11 Uhr vormittags. Streamen wir zusammen den Verhängnisturm von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und unser gespielter Charakter ist Darkrai, beziehungsweise ApoRed. Digga, was? Ja, sehr Nostalgie geprägt. Ich hoffe auch die längeren Zuschauer, so Leute wie du, Fragezeichen, man, moin, freuen sich da sehr drüber. Aber das wäre es noch nicht gewesen mit dem 200-Abo-Special. Dieses Mal kann ich euch versprechen, dass auch alles von dem Special kommt. Vor allem, wie man jetzt an meiner Stimme merkt, der zweite Teil wird wohl ein bisschen warten müssen. Aber der zweite Teil des Abo-Specials, da hätte Lord Ecke auch noch was auf Lager gehabt. Ich meine, wodurch ist er berühmt geworden? Wodurch ist mein Kanal größer geworden? Wodurch habe ich wirklich eine Leidenschaft in mir gefunden? Meine Stimme ist gerade ein richtiger Krebshaufen. Ehrlich, sowas hatte ich noch nie. Was mich daran nur wirklich wundert, ist, das tut nicht weh oder so. Es klingt einfach nur scheiße. Naja. Wodurch habe ich all dies gefunden? Bekanntheit erlangt durch die Walross-Edition. Doch irgendwie muss man sagen, die Walross-Edition passt nicht so zum Rest meines Kanals. Die ist zu tiefsinnig und nicht blöde genug. Anders als meine Stimme gerade. Ich habe das Gefühl, die wird schlimmer. Boah, bevor ich gleich auflege, hole ich mir einen Halsbonbon, Alter. Und da hatte Lord Ecke die perfekte Idee. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 1. Aber in Dumm. Das lasst ihr jetzt mal einfach auf euch wirken. Das ist wirklich das Abo-Special. Wir werden da in ein paar entspannten Folgen eine neue Version der Walross Edition 1 vorlesen. Wie es ja schaffen. Ich habe zuerst nach und nach die Walross Edition 1 durch einen Allmann-Generator geballert. Eigentlich heißt das so Textumschreiben-Generator und ersetzt einfach viele Wörter durch so höher klingende Synonyme. Danach Google-Übersetzer, zuerst auf Kurdisch, glaube ich, dann auf Chinesisch, dann wieder auf Deutsch. Ich hatte mir ein paar Zeilen durchgelesen, um zu gucken, dass es nicht komplett abgecrackt ist und auch grammatikalisch keinen Sinn mehr macht. Und ansonsten habe ich mir selber nicht durchgelesen, was am Ende rauskam.
Ich weiß nur, es wird komplett bescheuert. Und das werden wir dann zusammen blind lesen. Nicht als Livestream oder so, sondern ein paar Folgen, die ich hochlade. Ich werde einfach vorlesen. Vielleicht versuchen, das Ganze ein bisschen seriös zu gestalten. Aber ich werde es vermutlich nicht hinbekommen. Ich glaube wirklich, das wird ganz lustig. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Ich weiß nicht, was ich dazu groß noch sagen soll. Vielen, vielen Dank für 200 Abonnenten. Heute dann noch für mich das neue Mystery Dungeon. Es ist eine saugeile Zeit im Moment. Ich schreibe im Moment, okay, weil ich derzeit krank bin, jetzt einige Tage nicht. Ich habe das erste Kapitel der Walross Edition 4 gerade fertig. Ein bisschen wird's auf jeden Fall noch dauern. Aber es ist eine saugeile Zeit in meinem Leben. Danke an jeden Einzelnen von euch. Speziell natürlich nochmal an so Leute wie Back in Game und Jan, auch wenn ihr beide jetzt relativ lange nicht mehr vorkamt, wenn ich mich gerade nicht irre. Lord Ecke auch schon länger nicht. Dameszocker natürlich auch. Also Fragezeichen-Man, ich sag mal, lieber Fragezeichen-Man, auch weil dein YouTube-Channel anders heißt. Dir natürlich auch Riesendankeschön. Allgemein der ganze Yoto-Server auf Discord vom YouTuber Nagi-Sensei. Schöne Pokémon Mystery Dungeon Community. Fettes Shoutout an euch alle. Also Mystery Dungeon Community ist scheiße gesagt, ehrlich gesagt. Halt einfach schöner deutscher Gaming-Discord-Server. Über alles Mögliche. Viele Mystery Dungeon-Fans. Es ist cool mit euch, Leute. Fettes Dankeschön dafür. Danke an alle, auch die Never Alone auf fanfiction.net gelesen. Oh Gott. Zusammenbruch MP4. Die Never Alone auf fanfiction.net gelesen haben. Vielleicht es noch lesen wollen. Die Geschichte ist inzwischen fertig. Ich bin mit dem Endergebnis zufrieden. Hab ein paar neue Leute dadurch kennengelernt auf einem Discord-Server. Danke für alles. Wir sehen uns hoffentlich beim 200-Abo-Special wieder, auf das eines Tages ein weiteres Abo-Special kommen kann. Wobei ich sagen muss, dass ich wahrscheinlich kein großes 3- oder 400er-Special machen würde. Egal, wir sehen alles, wenn die Zeit soweit ist. Bis bald, vielen Dank für alles und ciao.